Oh Mann. Ey, ich glaube, einem ist das Pulvernase geworden. Oh. Vorsicht, Pulver. Muss man schon wieder aufpassen, wer da zuhört. Nee, in alten Geschichten kam und, obwohl, das ist mir scheißegal, was früher war. Ein paar Rosinen habe ich mir natürlich rausgepickt und auch ein paar spezielle Leute, aber bringt ja nichts, man muss nach vorne kicken. Wie gründe ich ein Start-up? Wie kriegt denn nun so eine App gebacken? Und Edison aufwärmen, mein lieber Harry. Aber darauf wollte ich wieder ja nicht hinaus, meine Lieben. Nee. Rom, unser Kulturkreis hier, der gründet sich ja auf diesen Rom. Wa? Wisst ihr ja alle, ist ja klar. Rom hat schon was. Wollen wir mal kicken. Rom. Tiberius Caligula vor Nero kam noch Claudius. Die folgten, na, wer weiß das noch? Na, auf den Kaiser Augustus. Und der besiegte als Octavian den großen Mark Anton. Nicht, dass das wirklich wichtig ist. Ganz einfach nur eine Information. Da kann man alles googeln, nicht weiß. Und doch wird das nur Halbwissen bleiben. Den Kampf um Rom, ich lieber lese, erst dann kommt Würze in das Streiten. Inexcusable ist nichts zu wissen von der Brotspielräumerei. Denn viele, die eine Fahne hissen, machen aus Geschichte Rührei. Sieben Hügel, Konstantin, Rubikon und Byzanz, das wissen wohl schon viele Leute. Doch die Geschichten vom kleinen Schwanz, denn die bilden ja die große Meute, die muss man zwischen den Zeilen lesen. Vielleicht auch mit etwas Fantasie. Zille war ja nicht da gewesen und halluzinieren fällt schwer auch KI. Warum ich Lesen als wichtig empfinde, die Antwort fällt mir ja nicht schwer. Ich kann unterscheiden Platane und Linde. Der kommt wohl nicht von ungefähr. Tschüss.